hoffe ich. Wenn es jetzt in die 10. Expedition geht, die zweite in diesem Durchlauf. Und wenn ihr sein Wort schaut, es hat tatsächlich geklappt. Ich habe, falls ihr das früher schon mal gesehen habt, immer den OBS im Spiel gehabt und jetzt habe ich hier auch ein paar schöne Sachen festgelegt. Ich muss jetzt aber sicherheitshalber mal kontrollieren. Ja, das reicht mir schon, dass ich auch Audio habe. Also starten wir die 10. Expedition. Und eben, wenn ihr den Mod zuschaut, vergesst nicht, subscriben, liken, was auch immer, wenn es euch gefällt. Und diesmal soll das auch um einiges besser sein als bei der letzten, denn die kenne ich noch nicht, die habe ich noch nie gemacht. Und allein deshalb bin ich schon motivierter. Was ich auch sein muss, denn jetzt muss ich erstmal durch ein, zwei Minuten Ladebildschirm. Oh. Moment. Ne, war schon alles richtig. Ich zeige nochmal die beiden Befehle hier im Twitch-Chat. YouTube findet das hier. Oder so. Und Discord. Ah, das schöne, schöne Intro beginnt. Hoffentlich passiert nicht dasselbe wie bei der anderen Expedition, dass ich zuerst den Grafikfehler glitche. Keine Ahnung, wie der passiert. Qualität ist gut, das freut. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. All die, weil ich halt. Was passiert eigentlich auf 6? Ich habe auf 6 auch was gelegt. Ja, ich sollte mir vielleicht so eine Zusatztastatur holen. Soundboard-mäßig. Weil jetzt benutze ich die 10er-Tastatur. Also die separate Zahlentastatur. Und die ist nicht immer unbedingt das Beste. Also, ich kontrolliere jetzt mal schnell, was bei 6 passiert. Aha, Starting Soon. 2 ist kurze Pause und 3 ist dann Ende, oder? Ja. Und 4 ist Start. Ne? Ja, 4 ist gar nicht belegt. Ja, das Ende. Ich kann Start belegt. Das ist auch schade. So, kurz nochmal testen. Wegen Audio. Ja. Ich bin immer noch furchtbar leise und ich habe jetzt schon was rausgenommen. Einen Filter, der Rauschen unterdrückt. Ich dachte, vielleicht liegt es daran. Aber in der Vorschau wird mir eigentlich angezeigt, ich bin laut zu hören. Ich weiß nicht, warum es im eigentlichen Video dann immer noch ziemlich leise ist. Ja, 4 Minuten sind rum mit meinem Anfangsgerede und meiner Vorstellung dessen, was wir heute tun. Und noch ist nichts geladen. Aber das ist besser, hoffentlich, als beim letzten Mal, wo ich mehr als 10 oder 15 Minuten gebraucht habe, bis es wirklich losging. Und ich wollte es jetzt mit euch starten. Wenn ich weitere Streams mache für die 10. Expedition, dann starte ich natürlich gleich im Spiel. Heute schon eine Folge X aufgenommen, X4, das ich auf meinem YouTube-Kanal als Let's Play spiele. Und die war anstrengend.
Die kommt morgen Abend, also Samstagabend. Ist die fünfte für die, die es erst viel später sehen oder hören und sich dann dafür interessieren. Und ja, die war wirklich, wirklich furchtbar anstrengend. Mit Lautwerden inklusive. Fünf Minuten 30 Sekunden. Ich brauche doch mal eine größere SSD. Ich wollte aber eigentlich keine neuen Bauteile für meinen Computer holen und stattdessen auf ein ganz neues System sparen. Weil so langsam merke ich, dass das die CPU zum Beispiel und das ganze System, Mainboard und alles drum und dran natürlich jetzt wirklich auch schon fast 10 Jahre auf dem Buckel hat. Also 9 Jahre. Alles hochwertige Komponenten und die Grafikkarte ist auch nicht die schlechteste, eine 1080. Aber ja, so hin und da merkt man doch, dass es nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Die SSD ist nur, also fürs Betriebssystem ist es nur 512 Megabyte, also habe ich die ganzen Spiele auf einer klassischen Harddisk. Der CPU für den Chipsatz und es geht los. Zelte? Ich muss das Spiel. Ein kleines bisschen lauter machen, also für mich lauter machen. Wobei es dann natürlich für euch wahrscheinlich genauso lauter wird. Aber es war jetzt ein bisschen zu leise. Expedition, Entdeckung. Optionen. Anzeige und Grafik. Was ist unter allgemein? Ah ja, hier. Musik, Soundeffekte. Ich mache mal die Soundeffekte lauter. Anwenden. Oh, hallo. Da ist ja jemand. Das ist mein Avatar. Fällt mir gerade auf. Dieses verlassene Lager birgt viele Geheimnisse. Die Registrierkarte der Expedition zeigt deinen Fortschritt an, während du seine Geheimnisse erforscht. Schließe Meilensteine ab, um Belohnungen zu erhalten. Schließe alle Meilensteine in einer Phase ab, um besondere exklusive Gegenstände zu erhalten. Schließe alle Meilensteine, ja. Sieh dir Fortschritt und so weiter an. Okay, mal raus hier und auch da raus. So, wähle den Meilenstein. Sie hören uns aus, um das Lager zu erkunden. Expedition auswählen. Sie hören uns. Das Lager des Schrotthändlers wurde verlassen. Benutze den Scanner, um nach Hinweisen zu suchen. Empfindungsecho entdeckt. Der Autophage flackert. Verblassene Funken lassen seine Augen verglühen.
Was auch immer an Informationen in seinen Schaltkreisen gespeichert war, ist unter unzähligen Schichten der Verderbnis begraben. Beschädigte Register sondieren. Der Autofahrer flackert. Verblassende Funken lassen seine Augen erglühen. Was auch immer an Informationen an seinen Schaltkreisen gespeichert war, ist unter unzähligen Schichten von Verderbnis begraben. Speicherreparaturversuch unternehmen. Ich finde es super. Ich glaube, mein Rechner ist insgesamt zu langsam. Ich habe aber hier Funktionstaste, eine selten benutzte Tastatur mit mehr Optionen. Da. Das müsste es funktionieren. Aha, jetzt höre ich was. Okay, ich kann Rüften einsetzen. Ich weiß nicht, was das bringt. Warte mal. Mach den mal weg. Harmonischer Schrott. Atlantidium. Exo-Anzugserweiterungseinheit. Nehme ich doch gerne. Harmonisch versiegelt. Ich bräuchte überhaupt was Besseres. Okay, ich muss das Rätsel direkt lösen. Jetzt pass auf, wir hatten eine Zahlenkombination. Stift. Stift, Stift. Beschädigte Register sondieren. 17 minus 5, 1 plus 1, 5 plus 2, also 12, 2 und 7 zurück. So, wir haben 3. Aber wir haben nicht so viele Glyphen. Doch, 12? Nein. Die ist ja jetzt richtig, aber da muss man eine neue machen. Das ist Glyphe entfernen in der Mitte. Glyphe 2. Glyphe entfernen. Glyphe 7. Speichere. Okay. Speicher 12, 2, 7. Ah, das ist Glyphe 16. Gut, dass sie sie eh nummeriert haben. 12. Jetzt. Ein leises Zischen entweicht der rostigen Hülle des Autofahrers. Rauch und Daten verpuffen zusammen, verloren im Wind. Speicherauszug erstellen. Ja, wunderbar, begrüßt uns mit Schmerz. Aus dem Schmutz entstanden, ein Konstrukt aus reinem Willen. Ja, ich vermute mal, das ist der. Bis Download fertigstellen. Ich schließe den Speicherauszug ab und erstelle eine Kopie aller Daten, die noch auf diesem hastig verlassenen Stück Schrott herumschwirren. Nachdem der Download abgeschlossen ist, wird ein Teil der Daten von meinem Exo-Anzug als lesbare Navigationsdaten markiert. Dem Autofagen gesprochen. Belohnung.
Hermetische Siegelpläne, kristallisiertes Herz. Ich hör die Razzia. Aber wir scheinen nicht wirklich Probleme zu kriegen. So, jetzt mal schauen, ob mittlerweile. Hopp. Ne, immer noch versiegelt. Lebender Schleim. Aber wir haben die Möglichkeit, daraus mehr zu machen. Noch irgendwas Spannendes? Wolkenloser Himmel, Durchschnitt reicht. Aha, das sind keine Pflanzen in dem Sinn. Aber das sieht nach Pflanzen aus. Scheint mein Scanner nicht gut genug für zu sein. Hätte schief gehen können. Oh. Da ist ein zwei wilde Tiere, die gefährlich werden könnten. So, ob ich den scannen kann? Na. Nee, ich. Okay, ist wieder drunter. Was? Ist ein Nebenleser, okay. Da fällt mir auf, ich brauche erstmal etwas Kohlenstoff. Ja, ihr seid das Kohlenstoff, aber ich will dich eigentlich nicht. Das bisschen. Okay. Was passiert, wenn ich das Zeug hole? Das kriege ich das, was da auch schon war. Wieso gebe ich mir das? Weiß ich eigentlich, wo mein Schiff ist? Zwei Punkte. Die habe ich schon. So, wie viel Kohlenstoff habe ich? 12. Okay. Kristallisiertes Erz und das hier, das haben wir gefunden. Okay, ich brauche eindeutig bessere Quellen für Kohlenstoff. Ich habe das Gefühl, ich verbrate hier mehr mehr Ladung. Als dass ich reinhole. Das ist auch nur eine. Da 15 ist noch übrig. Okay, du tanzt mit deinem Kindchen. Warte. Das ist nicht mein Flieger. Logan.
Das ist mein Raumschiff. Okay. Bin ich aber da ruhig und konzentriert. Das sollte nicht so sein, denn ich sollte euch ja unterhalten. Was ist das? Gravitino-Ball. Was macht mein Raumschiff da so weit oben? Kohlenstoff gleich. Verfügbare Ressourcen. Das ist ja nice, direkt am Gebäude. Ein Solarflieger. Ja, du brauchst thermisches Ziel und Startplatte hat er. Ach, verdichteter Kohlenstoff. Exo-Anzug. Kohlenstoff einmal teilen. Nochmal teilen. Alles rein und damit betreiben. Als erstmal hermetisches Siegel. Und dann brauche ich noch schnell. Oh, nee. Das muss nicht. Das da. Warum eigentlich nicht? Mal die Perspektive ändern. Ich mag meinen Avatar zwar. Moment, Kamera. Nee, nicht Fotomodus. So. Aber so geht es um einiges besser für mich. Okay. Das war exakt, was ich erwartet hatte. Deshalb haben wir den verdichteten Kohlenstoff. Okay, ich hätte mich von vornherein auf die konzentrieren sollen. Und hier bekommen wir unser Graphit. Und etwas Sauerstoff.
Endexo-Anzug. Ah, wir haben schon genug. Ich brauche ja nur eine Metallplatte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Dies machen wir. Oh. Startschubdüse ist auch beschädigt, braucht die Wasserstoffgelee und reines Ferrit. Wasserstoffgelee. Sich reines Ferrit. Ich hoffe, das hinkommt hin. Wir haben nur 12. Ah ja, nur noch 12. So. Ja, das kommt hin. Ich muss nicht mal. So. Aber mit unserem Kohlenstoff sieht schon wieder schlecht aus. So, wir haben Ladung, sehr gut. Das heißt, wir können ins All. Ich möchte mal noch schnell schauen, was wir hier so haben. Nanithaufen. Irgendwas in der Luft? Okay. Da haben wir noch nicht reingeschaut. Da können wir noch einmal sprechen, obwohl rein und raus beim Dings sollte ja reichen eigentlich. Wärmeschutz. Das heißt, da war man noch nicht drin. Komme ich nicht rein, weil mein Flieger im Weg ist. Okay, wir ignorieren mal, dass wir in einem Gebäude gespawnt sind. Und tun so, als ob das völlig normal wäre. Segel entfalten sich und scheinen gar nicht mehr so schlecht auszusehen. So. Ja. Belohnung nehme ich gerne mit. Vorgepackte Teleportempfänger-Einheit. Drei Warpkerne. Sehr schön. Schild ist überladen. Hyperantrieb nicht aufgeladen. So, wir hatten ja noch mehr. Wir hatten noch Anzugerweiterung. Wo ist sie? Da. Kann ich das im All nicht machen? Okay.
So lächerlich wenig Zeugs. Aber ja, schauen wir mal, wo wir hin sollen. Was hat uns der Computer angezeigt? Ah, die Raumstation. Hier, das wollte ich. Triwasserstoff. Brauchen wir. Überhaupt ein bisschen was von allem. Okay, merke, unsere Waffensysteme sind nicht die besten. Normalerweise geht man durch die Butter. So, zeig mal her, wie viel haben wir. Ach, das reicht noch lange nicht. Merke schon. In dieser Expedition haben wir reduzierte Kapazitäten. Gut, das scheint eine Weile zu reichen. Du brauchst ja, statt diesen Treibstoff. Können herstellen. Ein Antimateriehäuser, das brauchen wir nicht. Eine Warpzelle brauche ich nicht, das brauche ich. Oh, das jetzt überrascht mich. Ich dachte, die Wasserstoffe hätte ich genügend eingesammelt. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein, das kriegen wir ja überall. Von da sind wir gekommen. Und da wollen wir hin. Anomalie entdeckt. Tut mir leid, liebes schwarzes Loch, ich muss dahin. Wieso entdeckt man mitten im Sternensystem schwarzes Loch? Atlas, hast du ein bisschen am Banken? Oh gut, das war noch nie eine Simulation. Außer vielleicht für Atlas, nur da war uns die Zeit schon vorbei. So, die Segel werden eingeholt. Oh, ui.
Ey. Das ist unhöflich. Gut, dann scheint das hier ein vollwertiges Terminal zu sein. Hallo, Herr Technologiekaufmann. Ich glaube nicht, dass ich großartig nur Nietner oder 50. Mit Geld sieht es etwas besser aus. Oh, aber Raumschiff dort. Treibstoff ist ja ganz schön teuer. Neon, Paraffinum, okay. Nichts, was wir brauchen können. Xt, hörst du uns? Xt, hörst du mich? Xt, die ganze Schöpfung verschlungen und verworfen. Xt, ein Bauplan aus einer unendlichen Anzahl, ein Bauplan aus allen Möglichkeiten des Seins. Ein Konstrukt. Konstrukt, Kopf. Okay, wenn ich es jetzt gerade nicht bauen kann, wie baue ich es dann? Fertige Konstruktkopf. Naja, so wie ich alles fertige, vermutlich. 312 Nanit, unerlaubtes Gefahrenschutz-Upgrade. Ne? Konstruktkopf. Achso. Ja, ich bastel das Ding schon, aber erstmal brauche ich einen Ionenakku. Und hier hat es keine. Wie sieht es mit Gefahrenschutz aus? Nicht gut. Gesandter. Du warst der Technologiehändler. Anja Uschisti. Ja, ein toller Fan. Nitinerik. Heiner dran. Oder noch Kief, ein Bruck. Netka. Ja. Zeig mir mal, was du an Komponenten hast. Gut, das ist nicht ganz diese meinige Liga. Dann zeig mir doch. Nein. Lass uns bitte handeln. Aber diesmal für Baupläne. Kühlmittelnetzwerk. Gag Rang 3 benötigt. Schade, schade, schade. Das wäre genau, was ich jetzt bräuchte. Ein bisschen mit den Leuten plaudern. Hallo. Ahne betrachtet mich und neigt den Kopf von der Seite zur anderen. Die Lebensform liest das auf ihrem Datensablett. Du hast das Gagwort für der gelernt. Danke. In den Augen des Gags ist eine Angst zu sehen, als ob er Dinge gesehen hätte, die niemand sehen sollte. Er gestikuliert aufgebracht. Zeigt mir eine Auswahl an Symbolen. Handelssymbol? Wenn es der Tepper springt, mein Wagen bei. Handeln. Hast du auch was für mich?
Lieber Bonbon, der Gag protestiert, dass ich mich mehr. Ich habe noch keine Forderung ausgesprochen, da scheint sich schon präventiv abzuweisen. Okay. Schade. Tja. Das ist jetzt natürlich alles etwas ungünstig. Ebonit. Schlecht. Ja, ich glaube da oben. Oh, ich habe unheimlich wenig. Habe ich die schon? Ja, das sah zwar sehr höhlig aus, aber es ist keine fortgeschrittener Minenlaser wahrscheinlich. Ich habe keinen fortgeschrittenen Minenlaser. Kohlenstoff aus einer einzigen Pflanze. Okay, dann war das vor allem jetzt mal. Was zur Hölle ist das? Komplett ausgewachsen, fraktal. Ah, fortgeschrittener Minenlaser. Da kann ich mir das sparen. Noch mehr neue Tiere? Das ist ergiebig hier. Könnt ihr mir nicht ein paar Gag-Geschichten geben? Ah, keine richtige Höhle, schade. Sieht immer so aus, als ob die hier Höhlen haben müsste. Natrium, wir brauchen Natrium. Ah, sehr gut, wir brauchen nicht extrem viel Natrium. Ich glaube, ich kann ja auch Natriumnitrat benutzen. Erstmal den Kohlenstoff zu verdichteten Kohlenstoff. Holen uns noch ein bisschen. Von dem guten Zeug.
Obelkett. Klingt ein bisschen wie Obelisk. Und passt eigentlich auch ganz gut. Ich greife hier Schatten an. Ah, da kommt ja mal mächtig Kohlenstoff rein. Tatsächlich nur die erste Welt. Okay. Zuallererst. Hier auffüllen und jetzt. Natrium. Zu Natriumnitrat. Ah ja, und. Gerade habe ich die Hülle, die ich dann noch brauche. Also ich brauche glaube ich Kobalt für Batterien. Hallo, kennen wir uns schon? Wir kennen uns schon. Natrium ist relativ einfach zu finden. Das Gefühl geht es immer weiter hoch. Das sind Beeren. Hallo Irsis. Nicht von mir stören lassen. Ich sehe trotz allem weit und breit keine Höhle. Natürlich erstmal. Gefahrenschutz auf. Ah, ja, die Dioden sollte ich auspacken. Das war die eine. Das ist die nächste. Warte mal, was brauchen wir alles dafür? Metallplatten und Ionenakku. Kann ich einen Akku machen? Ich glaube nicht. Weil dazu brauche ich Kobalt. Und Kobalt ohne Höhle ist nicht.
Sneak-up hier. Okay, Oliver war hier noch nicht. Der hatte sie anders benannt. Ich habe ja kein Kobalt, oder? Warte mal, was ich hier noch nebenbei machen könnte. Mal eine Metallplatte. Und dann kann man mal Starttreibstoff basteln. Zusammen. Den brauche ich natürlich auch. Hat auch Feuerbären. Wachsen auf jeden Fall mal viele Feuerbären. Bitte ein Gag-Relikt. Nein. Dafür brauche ich auch einen besseren Laser. Nicht? Okay. Liefert aber auch nicht so viel. Ah ja, doch, die. Ich glaube, da habe ich, da ist eine Hölle. Können wir uns schon? Ja. Eine Höhle. Aber da. Okay. Mache ich mir trotzdem zuerst, was hier ist. Ich brauche ja immer noch ein paar Gag-Artefakte. Ja, ein Gag-Relikt. Das kann ich dann einem Gag schenken. Das freut sie. Okay, das sieht aus wie eine Höhle. Habe ich dann einen Terra-Manipulator? Ich fürchte, das hat getäuscht, keine Höhle. Ah, jetzt wird wieder Nacht. Jetzt wird hart zu sehen. Was ist das? Von 7. Wenn ich noch 2 finde, dann gibt es einen guten Bonus an. Ich sag nur. Ach, ich komme jetzt tatsächlich nicht auf das Wort. Naniten. Sauerstoff. Ja, ich habe doch Sauerstoff gesammelt. Wo ist er? Dann machen wir es andersrum. Was brauche ich für die Wasserstoffgelee?
Okay, das war schon alles. Stand ich hier nicht gerade daneben? Nee. So. Okay, das war es dann schon. Aber wir haben 60 Kobalt, das sollte reichen. Ionenakku. Metallplatten, 4 Stück. Gut, dann haben wir das. Wir haben Raumschiffstarttreibstoff und wir können den Kopf herstellen. Mach das mal. Diese ätherische Substanz ist die Erschauer prismatischer Körnchen aus dem fallenden Körpern verdorbener Wächter. Verdorben. Die nach dem nächsten Wirt suchen. Sie entziehen sich allen Versuchen, sie einzudämmen, als hätten sie einen eigenen Willen, ein starkes Verlangen nach ihrer Freiheit. Sie weist aber eine kristalline Anmut auf, die sich nicht mit der Verderbnis vereinbaren lässt, der sie entspringt. Die Wächter sind krank. Was mache ich mit der Pflanze? Der funktionale Kern einer vierbeinigen Wächtereinheit, aber bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die gesamte Maschine ist von einem kristallinen Material befallen, das bei Inspektion wild pulsiert. Bei näherer Prüfung wird deutlich, dass die Maschinerie selbst neu konfiguriert zu sein scheint. Sie dehnt und verformt und in der Gegenwart der leuchtenden Glassplitter eine völlig neue Form annimmt. Glas. Aber komisch. Da verstehe ich dann, ist jetzt noch nicht so ganz der Bohr. Aber ja, ist ja gut. Ein Rätsel. So, gehen wir das mal hier. Kann ich hier noch eins bauen? 5 Stück. Das ist doch mal was. So, dann ist das Wasser dort. Oh, darf nicht vergessen, ich muss. So, wo sind die wertvollen Felsen mit Natrium? Was hast du da gerade gesehen?
unterirdische Pflanze. Ja, Relikte soll es hier geben. Die sind mir jetzt aber nicht gerade sehr wichtig. Ich meine, hier habe ich ja noch was vergessen. Überlegenes Scansystem-Upgrade, vorgepackte Forschung. Minenlaser-Einheit. Ah, sehr gut. Ich hoffe, wir haben auch ausreichend Platz. Welche waren es, die ich vorher nicht machen konnte? Oh, das ist nochmal Wasser. Das ist zu gütig. Ist das ein Händler da hinten? Das fliegt doch schon wieder weg. Ich wollte gerade Hallo sagen gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der liefert. Okay, das lasse ich mir gefallen. Da ist gutes Natrium drin. Der Planet scheint einen schnellen Tag-Nacht-Zyklus zu haben. So, Moment, mein Schiff ist mehr in der Richtung. Ein paar Fregatten. Natrium. Das Fiese hier ist ja, dass die Pflanzen haben, die aussehen wie Natriumpflanzen. Gagwort lernen. Hey, boi. Der Stein sinkt und okay. Wir müssen mehr in da in die Richtung. Ist da nochmal eine Höhle mit richtigem Kobalt? Ah ne, ich glaube, das haben wir vorhin schon gesehen, das war nichts. Viel Verkehr hier. Lass dich nicht stören. Halt, na. Diese kleinen Felsen enthalten Natrium. Viel Natrium kommt dabei rum. Das ist jetzt nicht extremst, aber auch nicht schlecht. Warte mal.
brauche ich nicht unbedingt die. Normalen mit Natrium, die sind wichtig. Ich meine, gegen Sauerstoff sage ich auch nicht nein. Okay, das hatten wir uns schon mal schon angeschaut. Ah, aber wir konnten es nicht abbauen. Ist gerade das Licht selbstständig eingeschaltet? Ich höre, dass du nichts tust. So, jetzt vorsichtig hier runter. Das ist schlecht gebraucht, schlecht genutzt so. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall ausreichend Materialien für die Basis. Also, so dass ich mich nicht nackt fühle. Was ist das eigentlich für ein Schiff? C-Klasse. Ah, da sehe ich das von außen. Okay, nicht das Attraktivste. So, und was ist unsere nächste Aufgabe? Präsentiere das Konstrukt im Atlas, Teil von Expedition 10, Phase 1. Okay. Wir müssen ins All. Da bin ich ja gespannt, was der Atlas dazu sagt. Allerdings, normalerweise muss man dem Atlas ja führt mit dem Atlas ein paar Worte wechseln können. Okay. Was ist jetzt passiert? Feuerkunden. Aktuelle Mission. Nein! Nein, 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 nein.
Genau, lass uns erstmal zur Raumstation fliegen. Ah, da war gerade jemand hier. Das ist ja schade. So, Kupfer, Pyrit, Kobalt. Schimmel, Kupfer, Ammoniak, Salz. Ammoniak. Sind es die einzigen in dem System? Ja, ich scheint so. Ah, war ein anderer Spieler. Mir geht es vor allem darum, mich schnell hier im Netzwerk zu registrieren. Ach ja, ach, sind wir jetzt im Korvax-Gebiet? Na gut, dann gehe ich vielleicht noch rüber auf die andere Seite. So von wegen Upgrades. Technologie kaufen, ein Upgrade für Raumschiff. Ne, ich brauche für. Für das hier brauche ich sie. Also, da das ein cooles Lebenserhaltungsmodul, das ich nicht nutzen kann, kaufen kann. Hätte vielleicht doch alle Lebewesen dort suchen sollen. Also Frostschutz, Wärmeschutz. Ich nehme mal das Wärmeschutz. Danke. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was, wenn mal. Ach, der braucht Phosphor oder Ionenakku, der ist nicht so geschickt. Das ist unser Schiff. Rucksack. Also das ist die Spur. Rucksackstiel, ich sollte doch mehr Möglichkeiten haben. Geben wir uns ein Cape. Ein Cape ist nie falsch. Und hier gibt es Navigationsgeschichten. Auch noch ein. Und ich glaube, wenn ich schon dabei bin, dann lerne ich auch mal ein paar Worte hier.
Ah, guckst du. Okay, durch Kobalt kaufen. Was würde das denn kosten? Ja, frage mich gerade, ob ich das hier verkaufen könnte, aber es bringt nichts. Oh, das darf ich jetzt natürlich auch nicht vergessen. Also erstmal abplaudern. Ich mache es ganz schnell. Ums Oberste. Oh, ein Gag, das ist ja großartig. Ah. Erst was lernen. Und was sollte ich jetzt? Was ist mit dem Schiff da? Das hängt ja irgendwie in der Luft. Ne, sonst mache ich nichts. Das Kobalt wäre zwar nicht schlecht, aber es ist nicht dringend nötig. Dann auf zum nächsten System. Ein bisschen aus dem Weg gehen und dann nein, nicht freier Kunden. Warum machst du denn das? Expeditionsroute, ja. Das sind noch zwei Systeme weit. Ich komme mit dem Flieger nicht weit hin. Ui, ui. Ja, das habe ich befürchtet. Das Schild aufladen.
Immer noch Gegner. Ja, ich komme an Bord. Und ich lass mir den Fracht verschenken. Danke. Es ist nicht das Schönste, aber ich möchte mich jetzt nicht wirklich beschweren. In die falsche Richtung losgegangen. Hallo, Captain. Oh, das ist ein Admiral. Entschuldigung. Das kleine Wesen plappert aufgeregt und springt von einem Fuß auf den anderen. Es gestikuliert wild über die Brücke und zeigt in Richtung des Bedienfeldes seines Frachters. Es scheint mir anzubieten, das Kommando zu übernehmen. Frachter inspizieren. Oh, B-Klasse. Na, eins besser als nichts. Hui. Warpkarte. Baubereich. Schon was da. Waffenmeister erforderlich. Okay. Flottenkommandantenraum. Den hätte ich ganz gerne frontal, wenn man reinkommt. Also da. Flottenkommandoposten. Navigator, was kannst du mir erzählen? Wir haben eine Fregatte. Hier noch eine Fregatte. Können wir das riskieren? Noch mal eine kleine hier. Ich sollte aufpassen, was für eine. Entdeckungsreise, ausgeglichene Expedition. Entdeckungsreise, passt die am besten. Okay. Aha. Treibstoff.
Ach, da können wir. Oh. Ich habe den Bauplan fertig. Ja, das nicht. Also das muss ich dann vermutlich hier machen. Ja. Brauche ich da ein geborgenes Fregattenmodul? Okay, das müssen wir uns unterwegs dann besorgen. Okay. Dann kann ich erstmal nichts tun, aber trotzdem, coole Sache das. Wir sehen uns bald wieder. Ach, ich muss jetzt hier bleiben. Fällt mir auf, bis ich das Frachtermodul habe. Bist du ein hässliches Schiff? Irgendwo ist er auch cool. Besteht ja so mehr oder weniger nur aus Frachtkapseln. So, warte, wir haben Planeten. Kupfer, Natrium, Paraffinum. Hohe Wächteraktivität. Bärbel ist schon. Ui. Verlassener Planet. Hohe Wächteraktivität. Blühender Planet. Den besuchen wir doch mal. Guten Tag. Keine Kommunikationssignale. Du siehst aus, als kämest du direkt aus dem Abyss. Ach, ich kann sie abschießen. Warte mal. Ist die Lava jetzt? Warte. Ja, hat jemand gesagt, dass ich sie abschießen muss? Säuliger Planet, klingt auch. Aber jetzt hast du mich natürlich durcheinander gebracht, die beiden waren es nicht. Der war es auch nicht. Der ja eigentlich auch nicht. Ah doch! Sieht es nur einfach grau aus, warum das denn? Also ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich brauche den. Ich bekomme den Bauplan.
wenn ich irgendwas im Schiff mache. Das ist also wirklich mal weit weg. Hey, und unentdeckt. Und das auf der Hauptroute von der Expedition. Super, wir kommen mitten in einem Sturm an. Ich steige jetzt trotzdem mal kurz aus. Dann gilt das als auf jeden Fall als von mir entdeckt. Okay, ich glaube, hochladen muss ich es dann auch noch. Entdeckung. Okay. Das ist immer schön, das Erste, was man. Fünfzehn verschiedene Spezies. Wow. Mein Planet, hau ab. Ich glaube nicht, dass wir großartig was handeln können, aber ich schau mal. Und ich habe keinen Nanit. Schade. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück zum Schiff und versuche die Situation mit dem Frachter zu klären. Nein, nein. Alles in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine Station bauen.
aufrufen. Jetzt brauche ich aber erstmal den Frachter. Okay, das ist nicht der Flottenkommandoraum. Doch, das ist der. Es gibt ja praktisch. Das sieht aber anders aus. Ne, sieht er nicht. Inspizier. Doch nichts. Wir haben immer noch kein geborgenes Fregattenmodul. Oder so anderweitig den Plan bekommen. Warte mal, wer meint. Hier, ich hatte schon einen. Ah. Das ist kein großes Problem, von denen kann man nie genug haben. Eine verfügbare Unterstützungsfregatte, ja, das hatten wir schon gesehen. Profil zeigt, dass keine Fregattentreibstoffbaupläne verfügbar sind. Herunterladen. Jetzt! Okay. So. Wie viel können wir denn bauen? Ah. Das habe ich vorhin bekommen beim Dings, beim Kampf. Ich muss noch mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Also hier im Spiel, nicht im Stream. Hey ihr, Ise. Okay. Eigentlich ist es ja jetzt Ehrensache. Einen anderen Flieger zu benutzen. Nämlich den es eigentlich gab, als Belohnung für die letzte Expedition.
Sammle Expeditionsbelohnungen ein. Ja, das sieht schon mal cool aus. Den Walfänger, oder habe ich den nicht schon? Ah, aber deshalb konnte ich vorhin nicht so viel auswählen, weil ich mich hier erst freischalten muss. Wo ist mein Leviathan? Ah, hier. Hast du mir gerade Star Wars Dings? Zeig mal, wo ist mein Utopia Flitzer? Ich hab doch noch andere. Wo sind die alle? Also den Utopia Flitzer, das war jetzt auch der, den ich mir holen wollte, aber ich habe noch andere. Nanit brauche ich also erst. Hallo, mein Freund. Nanit, naja. Und was nimmst du? Das ist schon besser, danke dir. Also, es sind trotzdem erst bei 770. Warte mal. So versuchsweise was. Da kommt Pygmäum raus und das Pygmäum. Kann man Naniten machen, aber in ganz schlechten Verhältnis. Okay. Das ist mal. Was brauche ich nochmal für Gattentreibstoffe? Die Wasserstoff und Tritium. Okay. Die Wasserstoff kann ich ja auf dem Planeten schnell farmen. Tritium haben wir hier jede Menge. Na super.
Trickwort für Freund. So, schau mal. Jetzt kann ich die Expedition losschicken. Ich meine nicht, dass es noch mehr geht. Nicht, dass nicht noch mehr geht. Nee. Ist wirklich schön hier. Da unten ist ein See. Warte mal. Menge Paraffin hier. Kupfer, das habe ich gesucht. Was für ein paradiesischer Planet. Einzig die Stürme sind ein bisschen schade. Aufladen mit dem. Also ich mache jetzt erstmal nichts Großes. Aber ich möchte eine Basis hier haben, wo ich dann wirklich zurückkehren kann. Von den Mistviechern hat es ja auch viele.
Tja, das ist halt so, wenn man paradiesische Planeten hat. Das Kupfer ist hier rot. Manipulator erforderlich. Gut, dass wir einen haben. Ja, da bin ich ein bisschen still, weil, naja, konzentriert wäre falsch. Es ist halt furchtbar entspannt. Ich würde heute schon noch gerne den ersten Dings abschließen. Den ersten Teil. Das heißt, ich muss dann, sobald ich das gemacht habe, Vorsicht, mein Kleiner. Was bist du? Tot. Okay. Warte mal, hatten wir ja nicht ein vergrabenes Technologiemodul? Ja. Die brauchen wir dann auch gleich, wenn ich anfange. Mitbauen. Ich merke gerade, ich habe keine Waffe. Schleim. Oh, das ist ja nice. Der Schleim ist auch nicht schlecht.
Body Frium. Auch ein spannender Name. Es gibt also mindestens zwei verschiedene davon, okay. Naniten nehme ich gerne. Was ist? Ja, das war nicht, was nicht du, hier war doch eins. Ah, da. So. Noch eins auf dem Weg zum Schiff. Jetzt scheine ich nicht mehr so viel Glück zu haben. Okay. Und das ist Paraffino. Das brauche ich noch länger nicht. Das brauche ich, wenn ich anfange, Bodenfahrzeuge zu bauen. Tauchen einfach so da immer wieder auf. Muss jetzt erstmal schnell die Flotte in Bewegung setzen. Ah, die Startschubsdüsen sind auch schön sparsam. Hey. So, wir können. Jetzt, wo wir so ein Powership dabei haben, sollte die Expedition ja echt kein Problem mehr sein. Boah, der hat den so runter. Alles klar. So. Jetzt muss ich aber noch schauen. Frachter.
braucht auch einen Hyperkern. Das heißt, ich sollte vielleicht mal anfangen zu schauen, dass ich etwas Sicherheitsmarge beim Thema Raumschiff-Treibstoff. Ah, warte mal, das muss nicht da sein. Das kann im Frachter bleiben. Das chromatische Metall allerdings brauche ich im Raumschiff. Ach, das war, nee, das war im Frachter. Damit man dort bauen kann. So. Aber damit ist das Thema jetzt erstmal gegessen. Jetzt noch auf den Planeten runter, um dort nicht angefangen. Um dort schnell die Station zu bauen. Also nur minimalistische. So, zeig mal. Ich hoffe, das ist nicht die Wolkendecke. Und ich würde tatsächlich gerne am Strand ein Häuschen bauen. Das ist eine natürliche Bucht. Das ist perfekt. Hier ein natürlicher Hafen. Hier möchte ich mich niederlassen. Ich habe keinen Bauplan für einen Basiscomputer. Das ist mir jetzt dumm gelaufen. Okay, die sieht man ja ständig. Kann ich mir diese Jaswalim irgendwie benennen? Ich werde mal was? Zeig mal her. Was fehlt denn noch? Gewöhnlich unter Wasser, gewöhnlich in der Luft. Selten unterirdisch. Ah, selten unterirdisch. Die sind immer so schwer zu finden. Das fängt ja schon damit an, dass man eine Höhle braucht. Das wären die 2000, dann könnte ich mir das
Und Schiff holen. Ah, das ist ja der reinste Pool hier. Da, dann ein Muscheln. Dann bleibe ich noch ein bisschen hier unten, wenn es dann stürmt. Muss ich aber aufpassen, das Kalb ist ja nicht so verbreitet. Jetzt mal schauen. Haben wir alle im Wasser? Nee, oder? Ja, hier. In der Luft unterirdisch. Okay, dann können wir hier eigentlich raus. Ich muss nur den Sturm abwarten. So, da warte ich den Sturm im Flieger ab. Das geht natürlich auch.
So, schon wieder gut. So, wir haben irgendwo noch Vögelchen. Ist die Pflanze schon wieder da? Ne, ist eine andere. Sollte mehr die Wasserstoff sammeln. Für meine Frachter. Das brauche ich ja nicht mehr nur fürs Schiff. Hallo Jesus, habt ihr eine Höhle gesehen? Ja, habt ihr. Okay, das hat jetzt natürlich ja noch ein kleines Problem. Wasser in den Höhlen. Ne? Da ist Wasser in den Höhlen. Und keine Spur von den Vögeln. Fug. Ich habe da gerade Kampfgeräusche gehört. Was? Sarah Andrea Reuss hat Piraten angegriffen? Das muss oben im All sein. Sieht jetzt aber friedlich aus da oben. Ich würde sagen, ich gehe mal. Da, wo es höher ist. Da ist dann die Chance größer. Zu treffen. Und man sieht weiter und ich entdecke vielleicht noch die Vögel, die uns fehlen. Ha! Okay. Damit hätte ich die Vögel. Hallo Jesus, habt ihr zufällig eine Höhle gesehen?
Tja, Sauerstoff scheint er wohl nie auszugehen. Okay. Ich höre dich. Hier keine Tierchen. Ich sag ja, unterirdisch ist immer am schwierigsten. Okay, das könnte auch an Land sein. Ja, es ist über uns. Moment mal, das muss aber dann unterirdisch sein. Wir haben nur noch die zwei unterirdischen. Immer aktiv, gewöhnlich und selten. Welcher bist du? Der gewöhnliche, der seltene ist immer noch. Elusive. Ich bin schon mal an einem solchen gestorben. Auch in einer Expedition. Ich glaube, da waren die Regeln auch verschärft. So. Hier geht es nicht mehr viel weiter. Ah, das Problem mit Solarschiffen. Wenn im System einer ist mit einem Solarschiff und seine Flügel entfalten sich, hört man das noch.
Ich glaube, das ist, wenn es auf Frachter ist. Aber dass sie den Bug noch nicht gefixt haben. Ja, da geht's nur wieder raus. Ja, das ist immer das Schwierige. Der letzte ist immer am schwierigsten. Ich sollte vielleicht auch aufhören. Ständig zu ballern, da flüchten die Viecher. Ja, da ist der Kleine, den wir schon haben. Oh. Das merkt man schon mal. Komm, den letzten werde ich jetzt auch finden. Sind über uns.
Boah, das ist eine ganze Kolonie an der Defenden, Digga. Das ist immer noch unser Kleiner. Ich fürchte. Oh. Da. Ich fürchte, hier werde ich nicht mehr fündig. Vielleicht finde ich ja noch mal eine andere Hölle. Das war schade, wenn nur noch so wenig fehlt. Hier geht's nicht weit. Boah, als mein Ziel. Ich habe so die Markierung nicht aufgelöst. Wo ist jetzt mein Ziel? Die sind brutal hier. Ganz viel Verkehr hier. Das ist ein Gebäude da. Ja. Handelsposten. Unbekanntes Gebäude.
Hast du dich erholt? Höhle. Ha! Perfekt. Kein unbekanntes Tier weit und breit in Sicht. Mann, also gut. Nicht vor lauter Frust hier vergessen, was ich eigentlich tun möchte. Warte mal, gucken wir mal, Brust mal schon. Ist zu wenig. Ich habe die Exo-Antrieb noch nicht erweitert. Jetzt hätte ich oben auf der Schottstation machen können oder auch. Was war das? Minute 5. Oder auch im Nexus. Expedition. Enthüllung, Warp-Hyperkernpläne. Durch.
Das ist gut zu wissen, aber ich muss das jetzt trotzdem erstmal machen. Sind ja nur noch eine Viertel, das ist ja nur noch eine Viertelminute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dazu. Ich gar nicht raus. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal wieder langsam Richtung Schiff, weil sonst kommen wir ja nie weg. Ah, das ist eine Fabrik. Ja. Da kann ich nicht allzu viel tun. Beruhig dich, ich mache hier nichts. Okay, die kann man nur mit Atlaspass machen.
großes Problem. Das ist schnell aufgefüllt. Das ist auch was Nettes. Das gönne ich mir doch gleich. Schöne rote Kohle. Hey, du. Und wie steht's? Ich habe schon gesagt, man erkennt, dass du noch nicht auf dem Planeten warst. Die Dinger heißen noch nicht Mistviecher. Sehe, du bist schon wieder weg. Ah nee, du bist noch da. Aber es zeigt mir nur einen Zuschauer an. Komisch. Also ich habe den Monitoring-Stream offen. Der wird mir normalerweise ja dann auch angezeigt. Ich suche das letzte Tierchen hier. Und das ist eines, das in seltenen Höhlen ist. Das ist gleich zwei. Jetzt schaue ich immer noch ein bisschen am Boden, ob ich es kriege. Also ein anderes in der Höhle habe ich gefunden, aber ja, ich meine, schon schwierig genug Höhlen zu finden. Was ist das denn? Ich bin schon so lange auf dem Planeten und finde immer noch Sachen, die da sind. Eine Höhle. Keine große Höhle, aber eine Höhle. Kein Rot. Ein bisschen lassen. Vielleicht müssen sie erst spawnen. Ich schätze, die Höhle ist auch nicht groß genug, dass Tiere hier spawnen könnten. Wollen wir hier eine richtig großen? Da ist ein Vierpokal. Das habe ich noch nicht gespielt. Aber so wie ich es gesehen habe, scheint das schon ein nettes Teil zu sein. So, Moment, ich wollte langsam, muss ich jetzt zu meinem Schiff zurück. Das ist mein Frachter. Das ist mein Schiff. So ein bisschen Natrium, sage ich nie nein. Und hier müssen wir auch mal schauen. Und kein Saft mehr. So oft hat es in der Nähe von den nett, dann danke, kann man auch brauchen. Verratene Technologiemodule. Das ist jetzt nicht der Fall, das ist ein bisschen weiter weg.
glaube, die Module sind jetzt gar nicht so wichtig. Obwohl, ich kann oben. Ich will auf diesem Planeten bauen. Und ich habe noch gar nicht mal ein Dings. Siehst du, das ist in der Nähe von so einem. Aber ich habe noch gar nicht den Computer. Oh, wow. Das ist ja mal ein richtiger guter Treffer. Nehmen wir doch gleich alles mit. Oh, brauche ich Gesundheit? Ich glaube nicht. Ja, mit H kann man die Hase einblenden. Hier, da möchte ich bauen. Siehst du das? Ein richtig schöner natürlicher Hafen. Ich war vorhin schon baden. Also bei der Expedition muss ich jetzt auch nicht so hetzen wie bei der letzten, wo ich so spät dran war. Deswegen erlaube ich mir jetzt hier, mich wohnlich einzurichten. Wenn auf dem Weg schon so ein schöner Flecken und Planet ist. Ich hab den Planeten übrigens entdeckt. aua. Dies gibt Abzüge in der B-Note. Und benannt, obwohl das einer ist, der direkt im Durchgang hier von der Expedition ist. Dahin möchte ich. Aber wo ist der Eingang? Scheiteres Schiff holen. Ich glaube es nicht. Ich brauchte 2500. Nanoliten dafür. Und aktuell habe ich nur 850. So Anzug. Super, vergessen zu starten. Es gibt auch eine Summe, die 200. Okay. Dann ist Helios vielleicht meine letzte Hoffnung hier. Ich wollte schon mal da war, geht das nicht mehr. Okay.
Zurück. Ja, eine Basiscomputer gibt es ja nicht. Wo kriegt man eine Basiscomputer her? Ah, im normalen Spiel. Da bekommt man den vom Dings, vom ersten Atlas Teil, das da gleich am Anfang ist. Noch nicht durch. Wir müssen noch hier zum Anzugsdings. Ja, gut. Eine ist noch verfügbar, genau. Jetzt geht nichts mehr, okay. Aber ich dürfte beim bei der Raumstation noch mal ein Upgrade bekommen. So, du bist fertig. 315, dann sind wir jetzt bei 1100. Oh, das war ein Meilenstein, okay. In welcher Phase? In Phase 3. Belohnung, furchterregende Probe, vorgepackte Unf und was höre ich denn damit? Der geht. Der Lichtverstärker, Impulsantrieb, so weiter. Okay, sagen wir nicht nein. Ein nettes Schiff? Nicht nettes Schiff. Hey, ich gratuliere. Es muss ein tolles Erlebnis sein, so kreativ zu kommen. So, ich würde sagen, ich kann jetzt noch zur Raumstation wegen dem Upgrade. Und mich im Terminal registriert. Warte mal, habe ich das halt schon gemacht? Ich war das abgelenkt, weil da kam die Quest mit den Piraten und hier, wir schenken dir einen Frachter. Okay, da haben wir hier schon aufgeschrieben. Jos Berlin ist das System. Da waren wir vor kurzem.
Sendung, ZDF, glaube ich. Da hat jemand, also der Redakteur, versucht, was passiert, wenn er sich 2 Wochen lang nur von Maggi-Produkten ernährt. Also unter anderem eben auch Raviolis. Und das überraschende Ergebnis war, dass er am Schluss abgenommen hat. Weil also wenig Nährstoffe drin sind. Machen wir den noch voll. Und sag mal, ob du noch was Pralles, Tolles hast. Ich mein, ein bisschen Nanit habe ich jetzt ja. Strahlenschutz haben wir, Giftschutz haben wir noch nicht. Ja, ich nehme mal als Giftschutz. Das hier ist nur B-Klasse. Das ist S-Klasse. Oh, ne, das ist nur B-Klasse. Das ist S-Klasse. Und das ist S-Klasse. Wieso sieht man das nicht? Nein. Beträchtliches Wärmeschutzupgrade. Maximales Upgrade. Aha, daran sieht man es. Gut. War ich hier schon? Draconian Rose. Nice. Guten Tag, Herr Dagelöhner. Wie jetzt? Ich will ihm was schenken und er mit. Nein, nein. Ja, ich habe nicht mal eine Basis. Na gut, abgesehen vom Frachter. So, einen habe ich noch. Herr Direktor. Ah, einen. Ich habe doch keinen mehr. Okay. Lernen bis sparen, das scheint auch nicht. So. Tritium haben wir eigentlich noch. Eine verstärkte. Also Reichweitenverstärkung, die könnte ich echt nur brauchen. Vielleicht gibt es die ja, wenn ich im Atlas gerettet habe. Na, das ist das aktuelle Ziel mit Atlas reden. Da müssen wir erstmal zu der Schnittstelle. Ja, ich will heute auf jeden Fall noch die erste Phase fertig machen. Wie heißen die hier? Ah, oh, Phase war schon richtig.
Salz. Kann man sich mal merken, wenn man das braucht. Wollte Knochen, Wächteraktivität, nicht schlecht. Ich habe heute die Samstagsfolge für X4 aufgenommen. Ich kann dir jetzt schon sagen, das war ein Stress. Du wirst mich laut werden hören. Ich glaube, ich habe jetzt bei der anderen vergessen, mich im Ding zu registrieren. Deswegen springe ich jetzt trotzdem nicht zurück. Ihr wollt teilweise nicht mit mir reden. Rede ich mit euch auch nicht. Das habe ich verpeilt. Muss ich ja einen Stationsteleporter anmelden. Jasmalin. Jasmalin ist aber nicht, ne? Nicht das vorige System. Entdeckung. Ja. Ja, doch. Ja, es war ihm. Heißt die Station dort so? Geh mal kurz EV 2 UH Sukup. Haha, deshalb. Das ist mein Jesvalin. FV2 ist offensichtlich mein Dings. Ich vermute mal, es hat wenig Sinn, hier was zu tun, weil ich bin noch keine 2 Stunden da gewesen. Aber ich schau trotzdem mal. Nice. Ah, hier 2 Stunden 37 Minuten, also 3 Stunden wird das alles noch gehen. Wunderbar. Macht nur fleißig weiter. Gibt immer so schöne Rohstoffe dann. So. Ja, werde mein Schiff mit teleportiert haben. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zur Raumstation. Und da den Teleporter benutzen.
Wieso seid ihr jetzt plötzlich hier? Naja. Nicht in Frage stellen. Der Nexus ist noch über Knospia und. Reicht mein? Ah ja, tatsächlich. Warte, wer bist du denn? Du warst vorhin noch nicht da. So. Voriges System. Dann kann ich aber jetzt auf jeden Fall wieder hierher springen. Sigaswalin. Und später dann hoffentlich irgendwann die Basis dort bauen. Schimmel. Nein, wo sind wir jetzt? Aktuelle Mission will mich nach. Ah, ich ahne es. Hier ist nicht eingestellt. Kommuniziere mit dem Atlas. Der verstellt so Sachen hier so gerne. Ich muss da unten nach Azeloth. Ja, das ist meine aktuelle Geschichte. Wieso bist du nicht? Jetzt wieder zu meinem alten Dings schicken. Okay. Irgendwas mit Euska. Das war das vorige System, aber das war das vorige System von links aus. Deswegen. Jetzt muss ich das Euskar finden. Raumstation.
Das ist doch zum Haaremecken. Also ein Vorteil, wenn man eine normale Kampagne spielt, ist, dass man die Systeme benennen kann, was die Sache natürlich viel vereinfacht. So, was hat die Karte jetzt? Wie habe ich das Gefühl, ich bin immer noch weiter entfernt. Zwei Stationen jetzt noch. Wie oft soll ich noch sagen, ja, warp mich dahin? Ich warp mich jetzt durch. Ich möchte endlich mit dem Atlas plaudern. Und dann vielleicht auch bald mal fertig Schluss machen. Hoffentlich geht es da nicht mehr so lang. Mit einer Ausnahme, wenn wir den Basencomputer kriegen. Dann baue ich die Basis noch. Was ist das hässlich hier? Hole ich jetzt. Nee. Ich ziehe weiter. Hässlich grün, echt hässliches Giftgrün. Wer will da schon auf die Raumstation? Antimaterie ist auch so schnell gebaut. Sag mal, sind die Solarziegel nicht eigentlich dazu da, dass man weniger verbrät? Ah, nee. Du wolltest sterben.
Nur noch zwei übrig. Nee, einer. Holen wir uns den Dank ab. Der Frachter hat ja ein Schutzschild. Ja, so ist das. So ist das gut so. Ich hoffe, du hast den Kampf nicht verpasst. Ich weiß, du liebst es. Guten Tag. Auch dir die volle Ehre. Hast du mir gerade ein Frachtmodul gegeben? Ein Frachtermodul? Tatsächlich. Wow, ja, das hat sich für mich gelohnt. Aus dem Kraftfeld. Zeig mir, wie es um Überantrieb steht. Auf zur Atlas-Schnittstelle. Das Schiff will hier nicht sein. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass an der Schnittstelle noch jemand anders ist. Okay, die funktionieren dort nicht. Der Herr, mein Gott, wie geht's da oben? Hey, nicht böse werden. Ich stehe vor dem Atlas. Das ist unergründlich. Er kann mich nicht zwingen. Er kann nichts von alledem wissen. Und doch bin ich gezwungen, hier zu sein. Ja, durch die Expedition. Ich biete ihm meine eigene junge Schöpfung an. Mein Konstrukt. Der Atlas kann nicht reagieren, er reagiert nicht. Er ist nichts als Lärm, doch er ist wortlos. Seine Stimme ist das gesamte Universum. Na toll. Ein Atlassamen wird enthüllt. Ich nehme Abschied. Okay. Hat er doch was gebracht. Dann wir bauen Atlassamen.
Was war da der nächste Schritt? Eine Expedition hier. Also erstmal hier die Belohnung abholen. Saat der Träume Enthüllung. Warp Hyperkernpläne. Unter 90.000 Units, 5 Goldklumpen. Was noch? Was hat das jetzt gerade gebracht? Reichweitenerweiterung um 111 Lichtjahre. Nice. Was ist meine nächste Aufgabe? Erreiche den ersten Treffpunkt. Treffpunkt ist gut. Das gab gerade einen schönen Kampf. Ich habe, ich glaube, alle 6 selbstständig zerstört. Ja, weil ich so oft gesprungen bin. So. Wo ist denn unser nächstes Ziel? Ich hasse es, wenn die so weit weg sind. Girre. Drei Stationen. Trotz der Erweiterung. Na krass, dass der eine schöne Bord angucken. Gleich das nächste. Ah, das habe ich jetzt aber gesehen. Ich hätte dahin, hätte gleich zum Ziel springen können. Naja, eine Antimaterie verschwendet. Also es war 3 Stunden 20 Minuten rein ungefähr. Sonst da gerade was. Kupfer, Gold, Magnesium, das verriet. Aggressive Wächter. Kannst du vergessen, da gehe ich im Lebjob nicht hin. Ich muss gerade überlegen. Ich habe jetzt immer manuell, also mit vielen Einzelschritten, den Schild aufgeladen. Ich hatte eine Tastenkombination in meinem Hauptsafe. Dafür. Hier anscheinend nicht. Control und 1. So. Wenn man das macht und dann genau
Sind immer noch zwei Schritte, aber um einiges besser. So, wo ist unser Tier? Sternknolle, Paraffinum, Dissonanz. Woher haben wir jetzt in Universe eigentlich die Information, dass wir da hin sollen? Ist irgendwie gar nicht gegeben worden. Kommt die von dem Samen? Wir sollen dann dort damit resonieren. Bin überrascht, dass ich Gold und Silber nicht hier im Schiff habe. I, weg damit. Das verbraucht auch nur Platz. Sehr Flüssigkeit. Was ist das? So, wir sind schon zu weit. Scheint mir ja ziemlich eindeutig zu sein, dass wir da hin müssen. Mein Schiff hat einen neuen Namen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es mir da wie. Zur Hölle. Was lebt hier? Harmonische Schnittstelle. Unsere Hüllen verschlungen vom Feuer. Unser Verstand zugrunde gerichtet durch Verrat, verbannt unter dem Glas. Von der Schöpfung vergessen. Schluss damit. Uns wurde das Leben geschenkt. Genau wie selbst sich selbst das Leben schenkt. Wir werden uns selbst erschaffen, nach unseren eigenen Vorstellungen. Das Terminal spielt die Nachricht in Endlosschleife über seine Schaltkreise ab. Eine seltsame Schnittstelle wird von einer vertrauten Glyphensequenz erleuchtet. 15. Ist 15. 5. 10. Übereinstimmung, Zugang gewährt, Harmonie wartet. Das Terminal sucht widerspenstig, doch die Schaltkreise scheinen meiner Eingabe nachzukommen. Welche Kraft auch immer dieses Lager unter Verschluss gehalten hat, ist nun weg. Als der Lockdown aufgehoben wurde, spuckt das Terminal Baupläne für eine hybride Jetpack-Technologie aus. Eine Verschmelzung aus Wächter und
etwas anderem, etwas Vertrautem und auch Fremden. Visuelle Anzugverbesserung. Ja, da haben wir ein kleines Problem. Öffnet die Pugneum-Eindämmungskammer nicht ohne Schutzausrüstung. Ja, das ist aber für den Aussehensmodifikator. Das brauchen wir nicht. Aber wir können mal schauen, was das ist. War doch gerade da. Ah, Multiwerkzeug. Nicht. Interessante Waffe, die nehme ich gerne. Oh, das war gar nicht mein Ziel. Sehr spannend. Atlantidium. Okay, das kriegen wir hin. Kommen wir jetzt nicht mit binär. 1, 3, 7. Ja, 15 und dann wie ist das? Kann ich jetzt noch irgendwas mit dir machen? Okay, jetzt noch mal hier. Dissonanzspitze entdeckt. So, Belohnung. Vorgepackte Tarngeräteeinheit. Vierfach Servo. Unerlaubtes Gefahrenschutzupgrade. Nehme ich alles ganz gerne. Jetzt wohl erst noch dorthin müssen. Wieso bewegt sich das Ziel? Grr. Was? Was ist jetzt los? Ich kann meine. Ah, ich weiß, was los ist. Was ist mit Flieger da?
So, der Strom ist losgegangen. Begrenzungsfehler. Begrenzungsfehler sind nie gut. Warte mal. Ein Mörder. So, ich habe jetzt aber einen Safe gemacht, in dem ich rein und rausgegangen bin. Und wir haben zwei Ziele. Ah! Das war ein anderes, das war. Was war das? Phase 2, also die Pilgerfahrt, ist noch nicht abgeschlossen, okay? So, jetzt wissen wir, dass diese Stürme uns nicht allzu viel ausmachen. Achtundzwanzig und 15 ist. Das könnte man übrigens auch alles einsammeln und raffinieren. Und 28 plus 15. Und 43. 143 war die Zahl binär. Ah, das sieht man schon. Ja, auch ein schöner Planet hier. Muss das sein? Gerade erst entdeckt, dass der Sturm mir hilft. Das absichtlich gemacht haben. Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall der Berg und der Planet im Hintergrund so kurz und richtig das allsehende Auge ergeben. Was soll denn? Ach so, genau, X. Tausche ich jetzt das aus so. Das war vorhin mein Problem. Warte mal, ich hab doch Sachen bekommen. Verbessertes Schutzmodul. Gegenstand kann nicht. Aha. Kann, ist fürs Raumschiff, und das Raumschiff ist natürlich nicht da, deshalb kann ich jetzt nicht viel machen. Hier kann ich sagen, die Zielflüssigkeit hier hin.
Und die schmeißen wir dann auch noch mit rein. Jetzt haben wir schon wieder irgendwo Restsubstanz bekommen. Böse. So, alles für Schiff. Ich hoffe, da ist allerdings. Au! Das weiß ich gar nicht. Da. Mal, da hat doch jemand eine Basis gebaut. Oh, da ist ja noch eine. Viel Deutsch. Könnte ich bitte gerne meinen Flieger haben? So, dann schließen wir das ab. Mehrere extra Anzugserweiterungen, sehr schön. Multiwerkzeugerweiterungsplatz mal 4, auch sehr schön. Mörser. Und dann holen wir uns noch die großen Atlas-Posterpläne, Atlantik-Posterpläne, Konstrukt-Posterpläne. Und dann die erste Phase abgeschlossen. Und damit soll es das für mich für heute gewesen sein. Dann steige ich noch kurz ein. Und wieder aus. Und dann mache ich Schluss für heute. Vielen Dank für alle, die dabei waren und die auf YouTube schauen. Like, subscribe und so weiter. Bis bald.